So, Freunde, dann seid herzlich begrüßt zum neuen Video. Und zwar geht es heute nochmal um das Thema Koordinatentransformation und Transformationsmatrix des Basiswechsels. Darum ging es ja bereits in dem letzten Video schon mal, aber da ich dann nicht so wirklich zufrieden war mit dem, wie ich das erklärt habe und ich der Meinung war, dass es nicht wirklich verständlich rüberkam, machen wir dazu nochmal ein extra Video, wo das Ganze anhand von einem Beispiel nochmal veranschaulicht wird. So, das Konzept der darstellenden Matrix solltet ihr dafür auf jeden Fall verstanden haben. Das gab es ja im letzten Video schon. Und dann fangen wir mal an mit einer kleinen Definition. Und zwar betrachten wir mal eine Basis A bestehend aus den Vektoren V1 bis Vn und eine Basis B bestehend aus den Vektoren W1 bis Wm. Das seien beides die Basen eines Vektorraums V. Dann enthalte der Vektor Alpha aus dem K hoch n, K ist dann je nachdem, wo man sich befindet, entweder die reellen oder die komplexen Zahlen, die Koordinaten eines Vektors V aus diesem Vektorraum bezüglich der Basis A. Und das hatten wir ja schon im letzten Video besprochen, die darstellende Matrix der Identität der Basis A von V und B von V kann man auch so schreiben, einfach als TAB. Nennen wir die Transformationsmatrix des Basiswechsels von der Basis A zur Basis B. So, jetzt wissen wir, die Koordinaten eines Vektors V sind diese Alpha 1 bis Alpha n aus K. Und welche Frage wir uns jetzt stellen, welche Frage mit dem Konzept verbunden ist, ist, wie lauten denn jetzt die Koordinaten von diesem Vektor V bezüglich der Basis B, beziehungsweise wie kann man diese systematisch ermitteln? Und das Ganze geht mit der Transformationsmatrix des Basiswechsels von der Basis A zur Basis B. Und zwar folgendermaßen. So, sei wie gesagt Alpha enthalte die Koordinaten von V bezüglich der Basis A, genau wie wir es hier oben in der Definition beschrieben haben. Daraus folgt das Produkt aus der Transformationsmatrix des Basiswechsels mit dem Vektor Alpha. Das Ganze nehmen wir mal den Vektor Beta, der dann auch wieder aus dem K hoch n sein wird. Und dieser Vektor Beta enthält dann die Koordinaten von V bezüglich der Basis B. So. Das Ganze ist im Endeffekt nicht schwer zu verstehen. Wir machen das Ganze nochmal an einem kleinen Beispiel. Ich nehme jetzt mal wieder 2 Kreuz 2 Matrizen, damit wir nicht so viel rechnen müssen, beziehungsweise je zwei Basen, also zwei Basen mit je zwei Elementen. Und zwar sei zunächst mal die Basis A, meinetwegen bestehend aus den Vektoren 1 und minus 1. Und 1, 1. So, wir sehen hier unmittelbar, das sind beides Elemente aus dem R2. Die sind linear unabhängig, also bilden sie automatisch eine Basis des R2. Und B enthalte die Elemente 1, 2 sowie minus 1 und 2. So, das sind wie gesagt offensichtlich Basen des R2. Und dann sei unser Vektor Alpha meinetwegen der Vektor 1, 2. Und dann ist der Vektor V einfach erste Koordinate mal erstes Basiselement, einmal 1, minus 1, plus zweite Koordinate mal zweites Basiselement, also plus 2 mal 1, 1, ist also gleich der Vektor 1 minus 1 plus der Vektor
2, 2 ergibt also den Vektor 3, 1. So, wir wissen also, den nennen wir jetzt meinetwegen mal V. Und wir wissen, die Koordinaten dieses Vektors V gleich der Vektor 3, 1 sind Alpha 1 und Alpha 2 sind 1 und 2 bezüglich der Basis a. Und was jetzt gesucht ist, ist der Vektor Beta. Und das sind die Koordinaten dieses Vektors V bezüglich der Basis b. So, dafür brauchen wir, wie gesagt, zunächst mal die Transformationsmatrix des Basiswechsels. Wie wurde die nochmal definiert? Naja, das ist die darstellende Matrix bezüglich der Identität einer Basis a von V und einer Basis b von V. Die Identität bildet einfach jedes Element auf sich selbst ab. Darstellende Matrix ist ja so definiert: die j-te Spalte dieser Matrix enthält das Bild unter der Abbildung, in dem Fall der Identität des j-ten Basiselements der Basis a bezüglich der Basis b. Wie gesagt, die Identität bildet jedes Element auf sich selbst ab. Daher enthält die Transformationsmatrix des Basiswechsels TAB in der j-ten Spalte die Koordinaten des j-ten Elements der Basis a bezüglich der Basis b. Also können wir die mal schnell aufstellen. Dafür müssen wir auch wieder lineare Gleichungssysteme lösen. Suchen wir zunächst mal die erste Spalte dieser Matrix. Naja, wir brauchen jetzt die Koordinaten des ersten Basiselements der Basis a bezüglich der Basis b. Dann schreiben wir uns auch wieder die beiden Basiselemente der Basis b in eine Matrix. Und das hier ist das inhomogene Gleichungssystem, das wir jetzt lösen wollen. Und das mache ich einfach mal schnell. Erste Zeile mal minus 2 zur zweiten hinzu addiert. Minus 1 und minus 2 ist 2, 2 und 2 sind 4. 2 minus 1 und minus 2, dann steht hier minus 3 und dann folgt, dass x2 gleich minus 3 Viertel und x1 gleich 1 Viertel. So, damit haben wir schon mal die erste Spalte unserer Transformationsmatrix des Basiswechsels. Für die zweite Spalte machen wir das ganz genauso. Die zweite Spalte enthält die Koordinaten des zweiten Basiselements der Basis a bezüglich der Basis b. Bezüglich der Basis b, das heißt, wir schreiben auch wieder die beiden Basiselemente der Basis b als Spaltenvektoren in die Matrix. Und jetzt suchen wir die Koordinaten, die das Gleichungssystem lösen, wo hier der Vektor 1, 1 rauskommt. Auch wieder erste Zeile mal minus 2 zur zweiten Zeile hinzuaddiert. Und dann sehen wir, x2 ist minus ein Viertel. Und x1 ist dann, steht hier, x1 plus ein Viertel ist gleich 1, also ist x1 gleich 3 Viertel. So, und damit wissen wir, die Transformationsmatrix des Basiswechsels von der Basis a zur Basis b kann man, wie gesagt, auch so schreiben, enthält in der ersten Spalte die Einträge 1 Viertel und minus 3 Viertel und in der zweiten Spalte die Einträge 3 Viertel und minus 1 Viertel. So, und dann können wir zur Veranschaulichung nochmal prüfen, ob das stimmt, was wir vorhin gesagt haben. Alpha enthält jetzt die Koordinaten bezüglich der Basis a von v. Naja, dann muss jetzt das Produkt aus der darstellenden Matrix mit dem Vektor Alpha die Koordinaten des Vektors v bezüglich der Basis b enthalten. Das können wir ja nochmal ausprobieren. Also bilden wir mal das Produkt TAB mal Alpha
ist dann die Matrix 1 Viertel minus 3 Viertel, 3 Viertel minus 1 Viertel mal den Vektor 1, 2. So, ist also gleich 1 Viertel plus 6 Viertel. Minus 3 Viertel minus 2 Viertel, also 7 Viertel minus 5 Viertel. So, und wenn wir jetzt rechnen, 7 Viertel mal das erste Basiselement der Basis B, plus minus 5 Viertel mal das zweite Basiselement, dann sollte auch wieder der Vektor V rauskommen. Ansonsten ist irgendwas schiefgelaufen. Das können wir auch nochmal ausprobieren. Na, den können wir ja schon mal Beta nennen. Also 7 Viertel mal das erste Basiselement. Das erste Basiselement war der Vektor 1, 2. Plus minus 5 Viertel mal das zweite Basiselement. So, dann erhalten wir hier 7 Viertel und 14 Viertel plus 5 Viertel und minus 10 Viertel. So, 7 Viertel und 5 Viertel sind 12 Viertel, 12 Viertel sind 3 und 14 Viertel minus 10 Viertel sind 4 Viertel, das ist natürlich 1 und wir sehen, das ist auch wieder der Vektor V. So, also nochmal kurz zusammengefasst das Ganze, betrachten wir einen Vektor V und der Vektor Alpha enthält die Koordinaten dieses Vektors V bezüglich einer Basis A. Dann enthält das Produkt aus der Transformationsmatrix des Basiswechsels von der Basis A zur Basis B mit dem Vektor Alpha die Koordinaten bezüglich V, die Koordinaten von V bezüglich der Basis Beta. Und wie gesagt, die Transformationsmatrix des Basiswechsels ist, wie wir es hier oben definiert hatten, einfach die darstellende Matrix der Identität bezüglich einer Basis A eines Vektorraums und einer Basis B eines Vektorraums. Und wie gesagt, falls da jemand eine praktische Anwendung sehen möchte aus dem technischen Bereich, die nicht schwer zu verstehen ist, wie gesagt, Kapitel 3 aus dem Buch Mathematik und Technologie von Ivan Saint-Aubin und Christian Rousseau im Springer Verlag, ist gar nicht mal, wie gesagt, schwer zu verstehen und relativ interessant geschrieben. Gut, wenn noch irgendwelche Unklarheiten sein sollten, könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal.